Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Farmers Dynasty. Schön, dass du wieder mit dabei bist, schön, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir das Feld mal wieder vorbereiten, das kleine, und wollen wir den alten Gülletank, das alte Gülletank hinter dem neuen Traktor verwenden. Und bevor du es reinschreibst, ja, ich könnte auch den alten Traktor dafür nehmen fürs Güllefahren, will ich aber nicht. Ne, der alte Traktor bleibt schön da stehen und ich werde ihn auch erstmal nicht in die Scheune stellen. Da steht aktuell noch der Drescher drin. Lass mich da mal, wenn ich den Hof modernisiert habe, was Maschinen angeht, lass mich da mal gucken, wo ich die dann unterbringe. Da finden wir schon eine Lösung. Lass mich mal machen. Ja, erstmal jetzt hier ein bisschen Gülle rein. Aus unserem, naja, nicht vollen Tank, ne? Wir wissen ja, seit vorgestern 50.000 Liter. Ergo nehmen wir wieder 10.000 Liter in dem kleinen Fass mit. Also das Zunhammer-Fass, sollten wir es ausgetauscht haben, müsste gefühlte 100.000 Liter reinpassen. Wenn in so ein kleines Fass schon 10.000 passen. Nein, wird nicht der Fall sein. Ich weiß gar nicht, ich habe letztens mir das Zunhammer angeguckt, also am Shop. Ich habe gar nicht drauf geachtet, wie viele eigentlich reinpassen. Muss ich ehrlich gestehen. Werden wir dann sehen, sobald wir einen Zunhammer haben. So, das Feld ist jetzt hier komplett gepflügt. Da hauen wir jetzt ein bisschen hier Gülle drauf. So. Dann fahren wir mit dem... Ja, Gülleverteilung mit 33 km/h ist natürlich jetzt sehr interessant. Würde ich jetzt so nicht unbedingt in reell machen. Brauchst nicht drunter schreiben, dass es unrealistisch ist, dass... unterschreibe ich dir sofort. Ich weiß gar nicht, wie fällt das, ich finde. Ja, mit Tempomat. Normalerweise sind ja mit Tempomat die Maschinen ein bisschen geregelt auf reell, aber der kleine Lindner und das kleine und der kleine Gülleverteiler sind da nicht so, Gottes Willen. Ja, viel zu schnell unterwegs. Ich meine, effizient, ne? Dafür geht ja kaum was raus. Aber es ist nicht unbedingt so förderlich, da so viel raufzuhauen. Na gut. Kann man im Moment alles noch auf Beta bzw. Early Access schieben. Ja, das ist einfach so. Habe ich ja schon mal gesagt gehabt, bin ich immer noch der gleichen Meinung. Anders ist es, also ich sag mal, sowas kann man immer sagen, bis ein Spiel erschienen ist und bis maximal der erste Patch rausgekommen ist, weil danach sollten ein paar Kinderkrankheiten gefixt sein, finde ich. Ja, also bei einem guten Spieleentwickler sollte nach dem ersten Patch zumindest diese ganzen Unstimmigkeiten, die die Community stören, entfernt werden. Und danach kann man sich auf Neuerungen konzentrieren. In den meisten Fällen klappt es nicht. Das sieht man auch am LS oder sowas. Da klappt es auch nicht unbedingt. Aber gut. Ist so. Ne, jeder hat andere Prioritäten von den Entwicklern. Von daher sollten wir uns da keine Gedanken machen. Wir sind nur die Benutzer. Nur in Anführungszeichen. Ohne uns würden sie natürlich kein Geld verdienen, ist klar. So. Ich denke mal, dass das Zunhammer, also da steht nicht bei wie viel, aber ich denke mal, dass das Minimum mal die doppelte Verteilbreite hat. Wie dieses kleine Fass hier. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt nach der Folge werde ich dann ein bisschen Feldarbeit für die Nachbarn machen, weil wir brauchen ja die Saatmaschine noch, oder ich möchte die Saatmaschine noch haben. Und dafür muss ich halt noch ein bisschen Sozialpunkte erarbeiten. Und das geht ja nun mal nur über die Mission, weißt du ja selber. Weil geldtechnisch mit 14.000 Euro, das würde reichen. Aber halt nicht für mit den Sozialpunkten. Ich hätte auch nicht gedacht, dass die Sozialpunkte tatsächlich dann der kritische Punkt sind. Weil eigentlich kriegt man durch die Mission ja mehr Sozialpunkte als Geld.
Aber gut, klar, die Maschinen und Felder brauchen halt mehr Sozialpunkte zum Freischalten, ne? Das ist halt so. Mal 7.500 Euro kostet die Saatmaschine und 14.000 Sozialpunkte, also quasi das Doppelte an Sozialpunkten. Die musst du natürlich auch erstmal reinholen, ne? Das ist so. So, ziehen wir mal hier kurz gerade. So. Das große Feld werde ich erst mit Gülle machen, wenn wir ein bisschen was davon am Lager haben. Und wenn wir das Zunhammerfass haben. Weil auf das große Feld, da fährst du, also was ist das, unser großes Feld, da fährst du Ewigkeiten. Und es ist tatsächlich so, ich sehe das jetzt hier gerade, das Ding ist eindeutig zu schnell. Ich hätte, und ja, hast du wahrscheinlich auch schon in die Kommentare geschrieben, ich hätte tatsächlich vielleicht den kleinen Jack Bear dafür nehmen sollen. Für das alte Fass. Gut. Sei es drum. Ist jetzt so. Jetzt kann man es auch nicht mehr ändern. Jetzt ist das Kind in den besagten Brunnen gefallen. Ja, aber dann der ja, da fährt er deutlich langsamer, ja. Und wir sind auch nicht ganz 100% gerade gefahren, ne? Ja, du, ist so. Komm mal vor. Man lernt ja nicht aus. Man versucht ja quasi immer die neuen Sachen zu probieren, fällt dann auf, dass es halt nicht so unbedingt passt. Wenn ich jetzt hier noch so ein bisschen, wenn ich jetzt langsamer hier nochmal lang fahre, sieht man hier an den hellen Flecken, da ist überall nicht keine Gülle hingekommen. Ja, dann geht er auch wieder. Mit der Prozente rauf, ne? Mit der Prozente. Gut, dann wisst ihr aber Bescheid, dass ich bis zum nächsten, ich sag jetzt mal bis zur nächsten Ernte, beziehungsweise bis zum nächsten Gülle ausbringen, auf jeden Fall mich um das Zunhammerfass kümmern muss. Oder, wenn das nicht klappt, mit dem Jack Bear das Ganze mache. Gut, das ist ja kein Problem, wenn man es weiß. Ja, jetzt siehst du, jetzt wird die Fläche hier auch eben. Benutze ich jetzt einfach mal den Rest Gülle. Und auch wenn es nicht unbedingt wirklich reell ist, wenn ich jetzt quasi 1000 Mal über das Feld eier. Ich weiß, brauchst du mir nicht reinschreiben. Finde ich gerade selber auch ein bisschen störend, aber gut. Ich mache das jetzt mal so gut es geht noch, um zumindest vielleicht irgendwie auf 90% oder so zu kommen. Ganz auf 100, da fahre ich mich hier noch einen Wolf, da kann ich den Rest von unserem oder von meiner Gülle noch holen. Und habe dann wahrscheinlich immer noch nicht das Feld fertig. Aber so auf, ja, 90, 91%. Kriegen wir 91 noch hin? Komm, 91 schaffst du noch. Ich habe auch übrigens überlegt gehabt, bezüglich des Fluges, dass der so weit quasi dann hinten runter geht, der Traktor, weil der kleine Lindner das ja einfach, der ist zu klein dafür. Also der ist noch ein bisschen zu klein dafür, da brauchen wir den größeren für. Und da hatte ich zuerst überlegt gehabt, da hat mich ein Freund drauf gebracht, pack doch einfach den Grubber vorne dran als Gewicht. Na, also quasi als Gegengewicht. Super Sache, leider geht das nicht. Ich habe es ausprobiert, ich wollte es machen, aber ich kann vorne aktuell an der Fronthydraulik nichts anschließen. So, das ist noch nicht eingebaut im Spiel. Und dementsprechend, ja, geidert nicht. Leider. Wäre sonst auf jeden Fall eine Alternative gewesen. Und wenn dieser Anhänger nicht rutschen würde, wenn man mal eben kurz irgendwo gegenkommt. So. Jeanette, genau, bleib da schön stehen, Schatz. Nicht mehr in den Weg laufen. Hast du gehört, ne, dass der Männer wieder nach Hause gekommen ist mit dem stinkenden Güllefass und das jetzt vors Haus stellt? Ach, bleib einfach hier stehen, komm. So. Machen wir das jetzt mal. Dann wird das ja aber auch mit dem
Okay, da muss ich wahrscheinlich für den Mineraldünger auch erstmal den alten Streuer benutzen. Okay, den alten Traktor benutzen. Okay. Weil den haben wir ja auch noch nicht neu. Da haben wir auch noch keinen Rauch. Also, wenn wir das Zunhammerfass und den Düngestreuer austauschen, also sprich die beiden großen nehmen, kann ich dir jetzt schon sagen, werde ich auf jeden Fall ein deutlich größeres Feld noch dazu kaufen, weil die einfach für die größeren Felder prädestiniert sind. Ja, da weißt du dann schon mal Bescheid. Spätestens da gibt es auf jeden Fall neue Felder, wobei ich schon der Meinung bin, dass wir wahrscheinlich vorher schon ein neues Feld holen. Gerade eins, was dann schon reif ist, erntereif ist, das holen wir uns dann. Dann haben wir schon mal ein bisschen Ernteertrag, also können gleich die Kosten wieder ein bisschen reinholen. Und ich werde auf jeden Fall immer nebenbei die Mission weitermachen, weil ich einfach Sozialpunkte hochbringe. Und ich will unbedingt auch die größeren Lindner im Moment haben. Vielleicht ist sogar so bis dahin, bis wir den größeren Lindner uns kaufen können, tatsächlich noch irgendwie ein neuer Traktor drin. Weil wenn ich so das Titelbild mir angucke, dann ja, hätte ich gerne auch mal einen größeren, ne? Ach hier, das Mähwerk wollte ich noch wegstellen. Das steht mir da einmal im Weg. Und das brauche ich eh nicht. So. Wenn wir nämlich in der nächsten Folge Mineraldünger streuen und die neue Saatmaschine benutzen. Weil dafür ist der kleine Lindner hier auf jeden Fall gut für die neue Saatmaschine. Aber erstmal kultivieren wir das Feld noch ein bisschen. Ja, das kultivieren wir zu 100%. Und dann passt das. Dann passt das mit den Nachbarn, ne? Wie man so schön sagt. Stimmt, die Hofsilos werde ich auf jeden Fall, also ich denke mal mit der Gerstenernte, ich denke mal, ich werde die Gerste tatsächlich einfach mal zum Test in die Silos oder in den Getreide, auf den Getreideboden laden. Oder hier ins Silo vielmehr. Einfach mal, um zu gucken, wie das mit der Farmstatistik dann aussieht. Ob das alles vernünftig anzeigt. Muss ja alles mal getestet werden, ne? Nützt ja nichts, wenn ich immer die Ernte sofort verkaufe. Wobei die Gerste tatsächlich sich lohnt zu verkaufen. Weil die Kohle, die wir reinkriegen, irgendwann mal brauchen wir halt die Sozialpunkte dann auch nicht. Wenn wir genug Ernteeinnahmen haben, da können wir uns dann auch mal Felder und sowas ohne Sozialpunkte kaufen. Klar, es ist billiger, natürlich. Aber ich sag mal, wenn wir dann 100.000 mit der Ernte verdienen, ja, da brauchen wir nicht mehr unbedingt Rücksicht drauf zu nehmen, Sozialpunkte dafür zu besorgen. Ja, weil der letzte Schritt, den wir hier aktuell kaufen werden, wird definitiv der Drescher sein. Weil der einfach so teuer ist, dass wir den vorher uns wahrscheinlich gar nicht leisten können. Und der sich auch für die kleinen Felder hier gar nicht lohnt. Aber vielleicht ist es auch alles Quatsch, was ich erzähle, weil wir deutlich schneller an dem Drescher drankommen werden, als wir gucken können. Kann ja auch sein. Man weiß es nicht. Wenn ich jetzt vielleicht hier ein 7,5 Hektar Rapsfeld kaufe. Oder, ja, Raps oder Lupinfeld. Dann ja, geht das mit der Ernte mal schnell, ne? Man weiß es ja nicht. So, aber da sind wir heute doch schon sehr weit vorangeschritten hier. Und weißt du was, ich würde sagen, ich entlasse dich einfach mal. Das soll es für heute gewesen sein. Ich sag vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn du ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lässt. Schau sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Und dann wünsche ich dir einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann du dir das Video anschaust und sag, bis zum nächsten Mal.